Die Aktienmärkte sind auf Rücksetzer gebürstet. So zumindest sieht es aktuell aus, denn wir sehen, dass wir im Stundenchart hier die letzten vielen Stunden eigentlich sehr stracks nach unten gekommen sind. Und da spielt es keine Rolle, ob das der große Index, eher der Hightech-Index ist sozusagen, der dicke Index, der Blue-Chip-Index hier aus Amerika, der Dow Jones beispielsweise und auch natürlich der DAX, der sieht da ziemlich ähnlich aus. Also insofern Vorgaben eher auf fallende Märkte. Ich wechsle wieder auf den S&P, denn den finde ich eigentlich einerseits ganz schön anzugucken nochmal. Ich hatte das ja in hinlänglichen Videobeiträgen schon gezeigt und jetzt auch am Wochenende in einem, wo ich ein bisschen genauer darauf eingegangen bin, warum es hier danach aussieht, dass der Kurs eben irgendwie sowas in dieser Art und Weise macht. Der Kurs also da irgendwo rein wackeln sollte in genau diese Box. Da spricht einiges dafür und vielleicht können wir diese Gelegenheit hier ebenfalls nochmal nutzen. Aktuell, was kann man tun? Soll man jetzt short gehen? Ich sag mal, nach so einem Rücksetzer gehe ich ungern short. Das nennen wir immer den Eyecatcher, um das Auge auf diesen Markt eben zu werfen. Wenn der Markt jetzt ein bisschen nach oben kommt, dann wäre es der richtige Zeitpunkt. Also, um das mal vereinfacht darzustellen, gucken wir, wir messen einfach mal die Fibonaccis vom höchsten Punkt. Das müsste dann hier sein. Wir messen dann runter zum tiefsten Punkt und dann sehen wir in etwa das Gebiet, wo der Kurs rein sollte. Also mindestens mal die 38. Und wenn das schön wackelig passiert, dann erst recht. Also, wer diese Aufwärtsbewegung noch mitnehmen will, der kann natürlich im ganz Kleinen gucken, 5-Minuten-Chart und so weiter, ob er da was findet. Oder aber ein bisschen übergeordnet, einfach solange es hoch wackelt, dann eben gegebenenfalls die Unterseite mithandeln. Das wäre hier sogar noch möglich, einigermaßen sinnvoll, indem man sagt, wir hatten doch hier ein Hoch, wir hatten hier ein Hoch, das Tief dazwischen, das könnte doch der Trigger für die Abwärtsseite sein. So ungefähr argumentieren wir ja. Richtig, das wäre auch hier generell möglich. Würde aber bedeuten, dass diese Korrektur sehr, sehr klein ist und wir dann nicht so wirklich wissen, ist das eine Fortsetzung? Soll das die vollständige Korrektur dieser Bewegung sein? Das ist noch nicht ganz so schlüssig. Das ist auch der Grund, warum es heute ein bisschen länger dauert mit dem Trade des Tages, denn wir warten eigentlich darauf, dass hier irgendwie eine Situation in dieser Art hier passiert, aber sie kommt halt einfach nicht. Und das ist bei vielen Einzeltiteln genauso, aber auch bei den Währungen. Lassen wir uns da mal einen Blick drauf werfen. Und dann sehen wir zum Beispiel Euro gegen Neuseeland. Das ist nur ein Exemplar, ein wunderschöner Anstieg, den wir hier sehen, diese Eyecatcher. Wir sehen sogar diese klassische Fünffälligkeit. 1, 2, 3, 4, 5 hier nach oben und hätten jetzt einen Rücksetzer verdient. Idealerweise wieder in diese Zone dort. Eine ABC würde theoretisch reichen. Es geht aber schon sehr übersichtlich nach oben. Wir sehen, dass auch die Gegenbewegung schon wieder stark überlappend ist. Das spricht ein bisschen für die Elliott-Wellenfreunde für ein Double-Zigzag, vorne Zigzag, dann in der Mitte eine Korrektur, hinten nochmal sowas wie vorne. Und dann wären wir auch wieder in dieser Zone. Also wunderschön, schön mustergültig. Man sieht es hier, ich habe hier verschiedene angeklickt. Es sieht hier bei vielen, vielen ähnlich aus, wo man sagen kann, hey, das ist eigentlich entweder in die Abwärtsrichtung den deutlichen Schub. Wir sehen das hier auf dem langfristigen Bild, aber halt noch so ein bisschen klein auf dem Weg nach oben. Die Idee passt schon. Aber wenn ich mir was wünschen darf, sollte der ein bisschen größer noch werden, dann sind die Chancen einfach noch besser. Ansonsten könnte man hier vielleicht einen Short zum Beispiel unter irgendein so ein Zwischentief setzen und sagen, ein bisschen geht das auf jeden Fall nochmal. Und den Rest muss halt irgendein Nachziehstopp hier eben dafür sorgen, dass man dann möglichst lange drin bleibt. Also in diesem Sinne, die Richtungen, sie sind vorgegeben. Dadurch, dass der Markt sowohl bei ein paar Währungsbeispiele, die ich jetzt hier gezeigt habe, als auch hier bei den großen Indizes, blättern wir nochmal einmal zurück, zum Beispiel auf den Dow Jones. Die Richtung scheint ja aktuell vorgegeben zu sein. Worauf wir jetzt wirklich warten müssen, ist das ist bei dem einen schon ein bisschen mehr ausgeprägt als bei dem anderen. Das würde uns die ideale Chance geben, die eine Seite als die starke, in diesem Fall eben abwärts, die andere Seite als die schwache zu klassifizieren, um dann eben bei einem Bruch auf der Unterseite hier dann die nächste Schubbewegung mitzunehmen, denn Potenzial auch noch ein bisschen tiefer, das ist ja durchaus gegeben, hier zum Beispiel beim Dow Jones Richtung 22.000 nochmal, also 1500 Punkte locker, die der nochmal nach unten gehen kann und das wäre auch kein Verbrechen, nachdem wir hier in den Aprilwochen hier ja ganz schön heftig nach oben gekommen sind, dann darf er auch mal ein Päuschen machen. So, mit diesem Hintergedanken muss ich jetzt im Moment zumindest mal jeden erstmal entlassen, in der Erwartung, dass da noch eine Menge Potenzial eben zu heben ist. Deshalb drücken wir uns aus Händlersicht allen mal tapfer die Daumen, dass wir da rechtzeitig
noch in den Markt reinkommen, sowohl auf der Short-Seite erstmal und später vielleicht dann wieder auf der Long-Seite. In diesem Sinne für heute erstmal alles Gute und liebe Grüße.